Also, lasst uns über die Serie Erdschiff Giganto reden. Das ist die direkte Fortsetzung von Raumschiff Monitor vom selben Autor. Sie ist 75 bis 77 erschienen. Sie hat 6 Bände original im Schneider Verlag erschienen, später dann im Fischer Verlag. Es gibt auch Doppelbände, die sehr schön und bunt sind. Ich habe hier die Originalausgabe mit den Originalcovern, die ich ehrlich gesagt nicht so schön finde, aber egal. Die Bücher sind nicht nur eine direkte Fortsetzung mit denselben Charakteren, sondern sie sind auch ähnlich aufgebaut. Wir haben hier hinten eine Geheimnistabelle, wo die Dinge erläutert werden, die im Text vorkommen, und zwar in aller Ausführlichkeit. Beim Fischer Verlag war das sehr viel kürzer gefasst, aber hier, das sind wirklich ein paar Seiten und da wird dann sich ausführlich Zeit genommen, um Sachen zu erläutern. Die Stichworte sind im Text groß geschrieben, sodass man genau weiß, okay, man kann nach hinten blättern und kann nachgucken, was das bedeutet. Was neu ist, ist, dass es in diesen Büchern vor den Kapiteln jeweils so eine Art Ausblick oder Zusammenfassung gibt, der so ein bisschen Telegramm-stilartig gehalten ist, wo dann teilweise auch steht, was ist passiert, Fragezeichen oder sowas, also wirklich wie so ein Telegramm. Und natürlich sind die Bücher auch wieder bebildert. Ich finde jetzt gar keins, der Hund ist natürlich ein sehr beliebtes Motiv. Ja, wie man am Titel schon hört, geht es diesmal nicht um ein Raumschiff, sondern um ein Erdschiff, sprich ein Gefährt, was sich durch die Erde frisst. Das ist natürlich physikalisch anzuzweifeln, ob das funktioniert, aber darum geht es ja in der Serie nicht. Im Gegensatz zu Raumschiff Monitor spielen alle 6 Bände im selben Sommer. Also das spielt sich innerhalb von, ich weiß nicht, 2 Monaten oder so ab. Die Ferien in Frankreich sind ja lang, das weiß man. Also es gibt keine Zeitsprünge hier, sondern es ist sozusagen eine Handlung, die sich durchzieht. Und die Handlung ist so, dass es einen unterirdischen oder, wie der Professor sagt, innerirdischen Gegner gibt. Den nennt er den Ragamuffin. Ich sollte das wahrscheinlich Englisch aussprechen, aber ich habe keine Lust. Das bedeutet so viel wie Lump. Und das ist eine Fremdbezeichnung des Professors, die er sich für seinen Gegner ausgedacht hat. Was natürlich schon mal ein guter Anfang ist, wenn man auf etwas stößt, was man nicht versteht und dann erstmal sagt, das ist böse oder das ist nicht gut. Aber egal. Die Idee ist so ein bisschen, dass der Professor und der Ragamuffin sozusagen Gegensätze sind. Der Professor steht für Technologie, er steht für Wissenschaft, er steht für Fortschritt. Und der Ragamuffin ist derjenige, der Anti-Fortschritt ist, der benutzt Magie, er benutzt Gedankenkraft. Es ist definitiv nicht wissenschaftlich und auch völlig unberechenbar. Seine Motive sind undurchschaubar, man weiß nicht genau, was er ist, wo er ist, und so ist ein sehr geheimnisvoller Gegner, und der muss halt besiegt werden, um die Erde zu retten. Vielleicht noch zu den Büchern selber, die sind recht gut erhältlich, also man bekommt sie auf dem Gebrauchtmarkt. Das, was wahrscheinlich am schwierigsten zu finden ist, ist der letzte Band, Ziel erreicht. Der ist relativ selten, und wenn man ihn findet, dann ist er auch ein bisschen teurer als die anderen Bände. Aber ansonsten findet man vor allen Dingen diese Ausgaben recht häufig. Die Sammelbände von Fischer habe ich jetzt tatsächlich nur ein- oder zweimal gesehen. Also das ist noch ein bisschen was anderes. Aber diese Ausgaben sind relativ weit verbreitet. Wie bei Raumschiff Monitor gebe ich auch hier eine Warnung aus. Das sind jetzt nicht unbedingt Bücher, die man seinen Kindern in die Hand drücken will. In dieser Reihe wir haben wieder den üblichen Sexismus, den wir aus den 70ern so kennen und nicht lieben. Und wir haben auch Rassismus, das N-Wort wird benutzt. Also das sind jetzt keine Bücher, die man die Kindern in die Hand drücken kann. Ich lese sie aus Nostalgiegründen, um zu gucken, wie sie gealtert sind. Und ich kann euch sagen, nicht besonders gut. Wir schauen jetzt gleich mal in die einzelnen Bände rein, um mal zu schauen, ob vielleicht die Handlung diesmal etwas besser gelungen ist. Ja, wie ihr gerade gehört habt, ist es eine große Geschichte, die über 6 Bände erzählt wird.
Das Ziel, dann den Gegner auszuschalten, wird natürlich erst im letzten Band erreicht. Das heißt, die ersten Bände sind entweder Einführung oder es passiert halt irgendwas, was halt nicht zum gewünschten Ziel führt. Und ich muss sagen, ich bin etwas, ich bin etwas zögerlich, diese Bände zusammenzufassen. Man könnte da natürlich sehr ins Detail gehen, aber mir ist halt auch aufgefallen, dass spätestens nach dem zweiten oder dritten Band sich die Handlung wiederholt und auch keine Konsequenzen hat. Also es ist tatsächlich etwas langweilig zum Teil. Aber fangen wir ruhig an mit dem ersten Band, der ein bisschen parallel zu der Raumschiff-Monitor-Reihe ist. Denn bei Monitor war es ja auch so, dass der erste Band so komplett nicht im Weltraum gespielt hat und erst am Ende sozusagen die Jugendlichen das Raumschiff betreten. Hier ist es ähnlich. Es passieren unheimliche Dinge, Superhirn wird ohnmächtig, es passieren aber auch so Dinge, dass sie auf ein Fest gehen und Superhirn spielt ein Schachspiel und Gerard spielt ein Fußballspiel und Dinge passieren und dann tritt der Professor auf und nimmt sie mit in das Erdschiff, was, glaube ich, an sich eine gute Einleitung ist. Ich hätte jetzt etwas weniger Fußballspiel vertragen, aber es ist einigermaßen unheimlich und man wird diesem neuen Gegner vorgestellt und man kriegt auch das Erdschiff vorgestellt. Aber es ist halt wirklich so, dass buchstäblich auf der letzten Seite die Spannung komplett aufgelöst wird und einfach in den Keller fällt. Sie betreten dann das Erdschiff und dann ruft halt der Sicherheitschef an und sagt, ja, der Ragamuffin hat gerade aufgegeben, er will Frieden. Und dann alle so, juhu, und dann fahren wir jetzt aber einfach noch trotzdem so ein bisschen durch die Gegend. Und das war's. Also es ist wirklich, es ist ohne Scheiß, es ist die letzte Seite, wo dann hier gesagt wird, hier, er gibt auf und ja, dann ist es zu Ende. Es ist wirklich die allerletzte Seite und das ist, ja, also wir haben diesen ganzen Aufbau und dann wirklich auf der letzten Seite wird gesagt, ne, ist doch nicht. Wir machen jetzt Ferien. Naja, es geht dann weiter im zweiten Band. Der hat einen ziemlich dramatischen Titel. Und ich muss sagen, das ist der Band, der mir am besten gefällt von der Reihe, denn hier passiert relativ viel und hier passieren auch ein paar Sachen, die einfach spannend sind und sinnvoll im Sinne der Handlung. Es gibt einen Angriff, sie bleiben im Vesuv stecken, dann versuchen sie die Wawas, so werden die Untertanen, die Minions des Ragamuffins genannt, steht für variable Vasallen, die können sich halt ganz klein machen und ganz groß machen und deswegen werden sie so genannt, machen sich auf die Suche nach denen, stellt sich raus, die kleinen Menschen sind einfach nur Artisten aus Japan, was natürlich relativ dämlich ist. Aber gut, und dann versuchen sie noch die Zentrale zu finden und stoßen dabei auf ein Tal, was so begraben ist unter der Erde und wo Dinos leben. Was ziemlich cool ist, es ist nicht super originell, also Arthur Conan Doyle hatte die Idee ja schon mal. Aber es ist eigentlich ganz nett, aber sie sind halt auch nicht lange in dem Tal und irgendwann sagt dann der Professor, der Ragamuffin ist wohl gerade irgendwie müde oder so und kann nicht weiter angreifen und so und bringt sie wieder nach Hause. Band 3 ist auf dem Papier sehr spannend. Es geht um die Unterwasserstadt, die angegriffen wird mit eisigen Gedanken und sozusagen beschossen wird. Denn der Ragamuffin ist so jemand, der mit Gedankenkraft irgendwie was machen kann und der Professor hat ja schon in der Raumschiff Monitor, hat ja schon eine Gedankenempfangszentrale gehabt und da empfängt er halt die Gedanken des Ragamuffins und die sind halt böse, es sind Unmutsgedanken und die führen halt dazu, dass die Leute durchdrehen und diese eisigen Gedanken, das sind halt wirklich Waffen, die halt wie so Eistorpedos, die halt dann die Unterwasserstation zerstören. Die Spannung wird da hergestellt, weil der Sicherheitschef der Unterwasserstation Superhirns Vater ist. Es ist aber nicht so, dass da irgendwie ein großer Kampf entbrannt oder so und dass die Giganto da eingreift und irgendwelche Sachen macht, sondern sie kreist eigentlich nur im Kreis und wartet darauf, dass die anderen Schiffe einsatzbereit sind, obwohl gerade aktuell die Unterwasserstation angegriffen wird, greift sie nicht ein. Ich weiß nicht genau warum, es ist mir ein völliges Rätsel. Dann irgendwann sind sie dann doch an der Unterwasserstation und alles ist in Ordnung, also das ist irgendwie alles offscreen gewesen. Und Superhirns Vater ist in Ordnung und es wird halt dann nie wieder erwähnt. Der vierte Band ist besonders frustrierend. Es fängt halt wieder an, sie sind an der französischen Küste und
der Ragamuffin schickt einen von seinen Wawas, die da so ein bisschen Unruhe stiften sollen. Und der Wawa wird von einer Katze verletzt und der Ragamuffin sagt halt, ja, ich möchte meinen Vasallen zurück, sonst zerstöre ich die Erde. Der Vasall ist aber irgendwo in der Erde und der Professor kommt nicht an ihn ran und der Muffin hat ein Ultimatum gesetzt und gesagt, wenn er bis dahin nicht wieder da ist, dann sprenge ich euren Erdball, ist mir egal, ob ich dabei drauf gehe oder nicht. Also werden alle in die Giganto verladen. Übrigens wird dieses Erdschiff auch in diesem Roman mit dem männlichen Artikel versehen. Wie gesagt, ich benutze den weiblichen, weil das meiner Meinung nach richtig ist. Gut, alle sind im Giganto und es passieren Dinge, es gibt ein paar Mal Alarm und sowas, aber es passiert nicht wirklich was. Und am Schluss ist es so, dass der Vasall dann wieder zurück ist und der Ragamuffin sagt, ja, alles wieder in Ordnung, kriegt euch wieder ein. Also im Prinzip hätten die Kinder und der Professor einfach am Kamin sitzen können und Tee trinken können und es wäre genauso ausgegangen. Im Band 5 ist es so, dass tatsächlich die Giganto am Ende zerstört wird. Es gibt am Anfang so, sind sie halt wieder an der Küste. Es ist was mit einem Feuer, eine Botschaft, es gibt einen Angriff. Die Kinder werden halt wieder ins Erdschiff geholt, um in Sicherheit zu sein. Und der Ragamuffin übernimmt die alte Giganto, weil der Professor hat in diesen Bänden ständig eine neue Giganto. Also man kann sich gar nicht an die alte gewöhnen. Und die alte wird dann auch, oder die neue wird tatsächlich zerstört am Ende. Alle kommen weg, also es wird niemand verletzt, es ist nicht so schlimm, sie werden gerettet. Die Giganto ist zerstört, aber es hat irgendwie nicht so wirklich einen Impact, weil er ja ständig neue machen kann. Also wie gesagt, diese Romane spielen über 2 Monate oder so und in jedem zweiten Band gibt es eine neue Giganto, die noch besser ist und noch größer und noch schneller oder was auch immer. Deswegen ist die Zerstörung der Giganto eigentlich relativ dumm gelaufen, aber ist halt so. Ne? Und der letzte Band, Ziel erreicht, dort geht es dann richtig zur Sache. Der Ragamuffin sendet Halluzinationen, die Leute hören dann Tiergeräusche und sehen Tiere und das passiert nicht nur dem Professor, sondern es passiert auf der ganzen Welt. Und dann kommt Superhirn auf den Gedanken, man könnte diese Unmutsgedanken, die gesendet wurden und die aufgezeichnet wurden von dem Professor, einfach zurücksenden und sie würden dann automatisch an den Empfänger zurückgehen und so könnte man die halt verfolgen und den Ragamuffin finden und dieser Plan klappt tatsächlich, was das Unglaublichste an diesem ganzen Plan ist. Und sie finden die Zentrale des Ragamuffins, der besteht aus einer Priesterkaste der Mayas, die sich schon vor Jahrhunderten unter die Erde zurückgezogen haben, um etwas zu beschützen, was sie reines Wasser nennen, was ihnen auch unendliches Leben und die magischen Kräfte verleiht und sie haben halt durch Atomtests und so weiter sind sie halt geweckt worden und haben sich informiert, was da auf der Erdoberfläche so abgeht und fühlten sich halt bedroht und deswegen haben sie diesen Krieg angefangen mit dem Professor und jetzt, wo er ihnen die Gedanken zurückgeschickt hat, sind sie jetzt besiegt und lösen sich in Luft auf. Ja, sie sterben einfach und dann ist alles gut. Das ist das Ende. Okay, was halten wir von dieser Serie? Also erstmal muss ich sagen, Erdschiff fand ich erstmal ein bisschen komisch, aber ich muss sagen, es ist ein originelles Konzept, es funktioniert und auch die Erforschung des Inneren der Erde ist eigentlich ganz interessant und da gibt es viele Themen, die man ansprechen könnte. Auch finde ich, ist unter der Erde zu sein tatsächlich eine Erfahrung, die wir ja vielleicht schon als Leser haben. Vielleicht war jemand mal im Bergwerk oder so und es ist ja sehr bedrückend, unter der Erde zu sein, während man sich, wie es ist, im All, in der Leere zu sein, kann man sich ja nicht so gut vorstellen. Von daher ist der Beklemmungsfaktor schon recht hoch. Ich muss auch sagen, ich finde, die Idee Magie gegen Technologie, also es wäre nichts, was ich mir als Thema wünschen würde, aber es ist okay,
Man kann es machen, es ist ein schöner Kontrast zwischen dieser unberechenbaren Magie und der Technologie. Das Thema ist in Ordnung, das kann man so machen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Onkel Rolf die besten Ideen in den ersten beiden Büchern schon verballert hat. Am Anfang im ersten Band gibt es auch so eine Schachanalogie. Es geht da viel um Schachspielen und der Wawa wird als Schachfigur auch bezeichnet und tarnt sich auch als Schachfigur. Das Ganze wird komplett vergessen, also es spielt nie wieder eine Rolle. Was auch merkwürdig ist, ist, dass der Professor ganz explizit in vielen Büchern als Friedensforscher bezeichnet wird. Und er aber nie versucht, sich mit dem Ragamuffin friedlich zu einigen. Also es wird nie das Gespräch gesucht und es ist ganz eindeutig, dass die beiden miteinander kommunizieren können. Zumindest sendet der Ragamuffin ja Botschaften, wie zum Beispiel hier Ultimatum, 72 Stunden oder 98 oder was auch immer. Wenn der dann nicht zurück ist, dann gibt es Ärger. Und da könnte man ja einfach was zurücksenden, selbst wenn man nicht weiß, wo der sitzt. Und man könnte vielleicht ein Gespräch anfangen und fragen, hier, was willst du denn eigentlich von uns? Wie können wir uns irgendwie einigen, dass kein Krieg ausbricht? Das passiert nie, obwohl ja das Label Frieden sich der Professor auf die Fahnen geschrieben hat. Das finde ich etwas merkwürdig, dass es halt gleich auf die Vernichtung rauslaufen muss und dass nicht mal der Versuch gemacht wird, da irgendwie mal miteinander zu reden. Was keine gute Message ist für ein Kinderbuch, ehrlich gesagt. Also wenn die einzige Alternative ist, den Gegner zu vernichten, ja. Dann habe ich ja auch in der Zusammenfassung erzählt, dass Superhirns Vater einmal auftaucht. Das ist auch sehr witzig. Der Professor sagt dann, ja, Superhirn ist ja so schlau. Und dann habe ich mir gedacht, dass sein Vater bestimmt auch ganz schlau ist. Und dann habe ich ihn eingestellt und wo ich so denke, ja, ein Kind hat normalerweise zwei Eltern. Was ist mit der Mutter? Vielleicht ist sie ja auch schlau, aber die wird nicht gefragt. Also Superhirns Vater arbeitet für den Professor. Das wird tatsächlich nur in diesem einen Buch ausgeschlachtet. Das wird nie wieder erwähnt und auch es wird zwar so eine künstliche Spannung erzeugt, so, oh, das ist der Vater, deswegen muss diese Unterwasserstadt unbedingt gerettet werden, um Superhirns Vater zu retten. Aber Superhirn selber reagiert total unemotional, sowohl auf die Bedrohung seines Vaters, als auch später, wenn die aufeinandertreffen. Ich finde es auch sehr merkwürdig, dass der tatsächliche Vater von Superhirn auftaucht, weil es in den Büchern so ist, dass Professor Charivari so ein bisschen die Vaterfigur ist und da ist es ein bisschen merkwürdig, dass sozusagen der echte Vater und die Vaterfigur so ein bisschen aufeinandertreffen, weil auch immer gesagt wird, oder zumindest im Monitor wurde am Schluss gesagt, dass Superhirn das Ganze mal übernehmen wird, wenn Professor Charivari nicht mehr ist, weil er sozusagen so ein bisschen der Ziehvater von ihm ist. Was ich überraschend respektvoll fand, was aber sicher nicht Absicht war, sondern Zufall, ist, dass der Professor sich zum Schluss weigert, von diesem reinen Wasser eine Probe zu nehmen, was ja offensichtlich magische Fähigkeiten hat, aber er sagt, nein, das ist ein Geheimnis, was den Mayas bleiben soll. Da ist einfach eine Grenze erreicht, da nehme ich keine Probe von. Das ist erstaunlich respektvoll gegenüber diesem indigenen Volk und seinen Geheimnissen und Religionen. Wahrscheinlich hat er auch einen religiösen Hintergrund. Ich kann mir vorstellen, dass es aber tatsächlich nicht so richtig absichtlich war vom Autor, sondern eher so, okay, dann muss ich erklären, was das reine Wasser ist und was das alles kann und nee, da habe ich keinen Bock drauf oder so. Kann ich mir schon vorstellen, dass das so ist, aber also es ist, auch wenn es vielleicht unabsichtlich ist, ist es gut, dass es so gemacht wird oder beziehungsweise, dass es nicht gemacht wird. Eine Sache wollte ich noch erwähnen und zwar war es früher im Raumschiff Monitor so, dass die Wände halt geleuchtet haben, wenn ein Alarm war. Und in der Giganto ist es jetzt nicht nur so, dass die Wände leuchten, sondern es ist auch so, dass wenn man sich aufs Bett legt oder auf einen Sessel setzt oder so, dass man immer wieder runtergekippt wird. Und selbst wenn man sich auf den Boden legt, um zu schlafen, wird man durch Klopfen wieder geweckt. Es wird gesagt, dass es so sein soll, dass niemand wirklich Schlaf finden soll, weil halt eine außergewöhnliche Situation ist und alle Mann sozusagen mithelfen müssen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei den Genfer Menschenrechtskonventionen unter Folter läuft. Das ist definitiv nicht die richtige Art, mit einer Notsituation umzugehen, denn gerade in der Notsituation muss man sich auch mal ausruhen, um
beim Vollbesitz seiner geistigen Kräfte zu bleiben. Ja, aber der Professor war ja noch nie sehr interessiert an persönlichen Grenzen und Intimsphäre und Privatsphäre. Von daher war das von ihm zu erwarten. Ja, lasst mich die Probleme dieser Reihe nochmal zusammenfassen. Wir haben hier einmal das Schema F sozusagen, was immer durchgezogen wird. Oft ist es auch so, dass irgendwas passiert. Es wird irgendein Alarm gegeben. In einem Buch ist es so, es heißt, oh, Giganto löst sich auf. In wenigen Sekunden sind sie alle tot und es geht immer weiter und weiter und der Alarm bleibt und es passiert irgendwie nichts und es wird auch nie so wirklich erklärt, was da nun eigentlich ist. Hauptsache es ist Panik, Hauptsache es passiert irgendwas und so. Aber es ist nicht so, dass das wirklich irgendwie eine Erklärung hat oder dass es ein Handlungsstrang ist, der wichtig ist, sondern es ist halt irgendwann ist immer Alarm und dann passiert dieses und jenes und so wirklich passiert aber eigentlich nichts und es ist halt immer so künstliche Spannung durch irgendwelche Alarms, die aber letzten Endes gar nichts bewegen. Viele von den Geschichten sind auch komplett ohne Konsequenzen. Also zum Beispiel allein der erste Band, so sie kommen ins Erdschiff und der Ragamuffin sagt, ja, Frieden und so weiter. Cool, das passiert eigentlich immer am Schluss, dass dann irgendwie eine Botschaft kommt, so ja, er hat aufgegeben oder der Professor kommt zu dem Schluss, dass im Moment keine Gefahr droht. Oder wie gesagt, es verläuft sich irgendwie im Sande und dann ist wieder alles gut und dann ist im nächsten Band ist halt wieder Alarm. Und das wiederholt sich halt immer und das wird halt spätestens so in Band 4 wird es ein bisschen langweilig, weil man ja auch weiß, okay, die richtige Auflösung, die kommt erst im allerletzten Band. Ja, deswegen ist es etwas frustrierend, das zu lesen. Vor allen Dingen halt auch der Band, wo der Wawa von der Katze gefangen gehalten wird und letzten Endes der ganze Alarm, dieses ganze Umherkreisen komplett nichts bringt, sondern sich die Sache einfach offscreen auflöst, indem der Baba zurückkehrt und der Ragamuffin sagt, ja, alles in Ordnung, jetzt tschüss. Wir haben auch wie in der Raumschiff-Monitor-Reihe wieder sehr lange Vorlaufzeiten, sehr lange Anlaufzeiten. Was mich besonders gestört hat, ist, dass der Professor immer wieder Kontakt mit den Kindern aufnimmt, aber auf so eine Art und Weise, die absolut balla-balla ist. Also der verkleidet sich und hinterlässt eine Botschaft bei der Hauswirtschaftlerin unter einem falschen Namen. Und er verkleidet sich als Feuerwehrmann und tauscht die Armbanduhr von Micha aus, um ihnen eine Botschaft zu senden über diese Uhr. Und alles solche komischen Pläne, nur um den Kindern zu sagen, seid dann und dann da und da. Das ist eine Sache, die hat mich schon in der ersten Serie super aufgeregt, weil es einfach so unnötig ist und halt von der eigentlichen Handlung auch wegnimmt. Diese Anlaufzeit, bis sie dann endlich im Giganto sind und dass dann im Giganto nicht wirklich was passiert, das ist aber halt sehr, sehr frustrierend. Es ist auch eine gewisse Planlosigkeit einfach in diesen Büchern zu sehen. Man hat nicht das Gefühl, dass sie irgendwie einen Plan haben, ihren Gegner zu besiegen, sondern das ist halt, wir kreuzen so ein bisschen hin und her und warten darauf, dass was passiert. Zum Beispiel die Idee, mit Hilfe von den Sensoren einen unterirdischen Hohlraum zu finden, in dem sich Menschen aufhalten, ist ja eigentlich eine gute Sache. Ist beim ersten Mal schiefgegangen. Das mit den Dinos, ja, das war dann nicht so sinnvoll. Aber die Idee an sich ist ja gut und das hätte man super irgendwie nochmal verwenden können. Und apropos Dinos, das ist auch so ein Problem. Ich finde den zweiten Band eigentlich ganz gut. Das ist der, in dem die Dinos auftauchen. Die Idee, dass sie auf so einen unterirdischen Hohlraum stoßen und dort eine ganze Vegetation und Flora und Fauna finden, das finde ich eigentlich ist eine coole Idee. Man hätte da einen ganzen Band draus machen können. Also sie stoßen am Anfang auf diesen Hohlraum und dann geht zum Beispiel Michael verloren und muss befreit werden. Und das wäre wirklich eine super Abenteuergeschichte gewesen. Aber die Spannung wird im eigentlichen Buch wird sie halt zu schnell aufgelöst. Also das dauert wirklich nur ein paar Seiten und dann sind sie auch wieder weg aus diesem Tal. Und das ist ein bisschen schade, weil das eigentlich ziemlich gutes Potenzial hatte. Diese Geschichte mit denen, oder sind kleine Menschen aufgetaucht und es stellt sich heraus, das sind Artisten, ist ein bisschen dämlich, aber man hätte aus der Grundidee, okay, wir suchen nach den Vasallen auf der Erdoberfläche, um die mal zu befragen, was hier eigentlich los ist, hätte man auch ein Band machen können. Aber die Spannung wird schnell aufgebaut, aber genauso schnell geht es ja halt wieder in den Keller. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das
zwar jede Menge passiert, aber nicht wirklich was geschieht. Ich hatte schon erwähnt, dass die Handlungen der Hauptcharaktere manchmal gar keinen Unterschied machen für den Spannungsbogen. Einige Bücher wären genauso ausgegangen, egal was die Hauptcharaktere gemacht haben. Und das ist immer ein bisschen frustrierend, weil so soll es ja eigentlich nicht sein. Dafür sind es ja Hauptcharaktere, aber die Handlungsfähigkeit von denen ist relativ beschränkt. Also übrigens sehr witzig, das wollte ich noch, passt jetzt nicht so wirklich rein, aber ich wollte noch erwähnen, dass Charivari an einer Stelle sagt, oh, das Abhören von Telefonen, das ist wirklich, das sollte vermieden werden, das ist wirklich was ganz Schlimmes und ja, er verdammt das sozusagen und ich habe nur gedacht, was ist eigentlich mit dir los? Du hast eine Gedankenempfangszentrale, du hörst die Gedanken von irgendwelchen Menschen ab, aber du findest es moralisch verwerflich, wenn jemand ein Telefon abhört. Hörst du eigentlich noch den letzten Schuss? Was ist bei dir los? Also der Professor ist wirklich, ja, er ist ein Kriegsverbrecher, er ist ein Menschenrechtsverletzer, er ist auch in diesem Roman keine gute Figur. Allgemein würde ich sagen, dass die Reihe oder die Spannung der Reihe zu sehr darauf beruht, dass halt so Schockmomente gibt, wie irgendwelche Alarme, irgendwelche Meldungen und die aber letzten Endes gar keine Konsequenzen haben und sich dann von alleine irgendwann wieder in Luft auflösen. Ich weiß, diese Serie ist für 10- bis 13-Jährige. Ich bin jetzt nicht so wirklich die Zielgruppe, aber ich glaube auch, dass es möglich ist, diese Reihe tatsächlich intelligenter zu schreiben und tatsächlich spannend zu schreiben und auch mit ein bisschen mehr Logik und Sinn. Ich finde die Grundidee eigentlich ziemlich gut. Ich mag die Idee mit dem Erdschiff, auch dieses Magie gegen Technologie. Das ist okay für mich. Aber es ist halt nicht gut umgesetzt. Vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, nicht 6 Bände zu machen, sondern nur 4 oder so. Oder von dem Jahr so 3. Ja, ich finde tatsächlich, dass es eigentlich cool wäre, wenn die Serie ein Reboot kriegen würde. Tatsächlich noch mehr als Raumschiff Monitor. Und dass diese Serie nochmal sozusagen neu aufgelegt wird in der modernen Zeit und mit Ideen, die da rausgepickt worden sind, zum Beispiel das Tal mit den Dinos, aber halt nochmal besser umgesetzt wird. Weil ich glaube, dass sozusagen das Gerüst durchaus gut ist, aber der Rest könnte besser sein. Also ich finde, sie verdient durchaus ein Reboot. Okay, das war's zu Giganto. Ich hatte in den ersten 3 Bänden durchaus Spaß an dieser Serie. Danach ist der Spaß rapide abgefallen. Ja, aber es gibt noch weitere Fortsetzungen von Professor Charivari und seinen jugendlichen Freunden. Weltraumklipper ist die nächste Serie und vielleicht gibt es demnächst auch ein Video dazu. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!